Der erste Aufschlag in der ersten Damenbundesliga ist gemacht. Mit einer knappen 4:5 Niederlage startet der Tennisclub 1899 Blau-Weiß in die neue Saison. Doch das ist für den ersten Moment nebensächlich, denn alle haben nur Augen für den Neuzugang Jacqueline Christian. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist ein sehr netter Verein, ein sehr nettes Team. Schade, dass ich heute mein Match so knapp verloren habe, aber ich habe es sehr genossen. Zu Beginn des Matches sieht es aber ganz anders aus. Schließlich sichert sich Jacqueline Christian schnell gegen die Top 100-Spielerin Dalma Galfi mit 6:4 den ersten Satz. Allerdings beginnt nun der Kampf um den zweiten Satz. Mal liegt Galfi in Front, dann wieder Christian. Spannung pur wird hier definitiv geboten. Und als wäre das noch nicht genug, muss dieses Duell im Match-Tiebreak entschieden werden. Hier muss sich Team Blau-Weiß dann knapp geschlagen geben. Sie steht eng an der Linie, hat eine gute Körpersprache, eine gute Energie. Und ja, ich habe es gemerkt auch bei meinen Kindern heute, die hier zugucken kamen. Haben sie alle ins Herz geschlossen. Aber jetzt nochmal alles auf Anfang. Was muss man denn unbedingt über den Neuzugang des Berliner Tennisclubs wissen? 1998 erblickte Jacqueline Christian im rumänischen Bukarest das Licht der Welt. Ihre Leidenschaft fürs Tennis entdeckte sie mit 4 Jahren und ab dann machte sich die Sportlerin international einen Namen. Sie gewann bereits 12 Einzel- und 10 Doppeltitel auf der ITF Women's World Tennis Tour und nahm im vergangenen Jahr erstmals an den Australian Open teil. Außerdem gehörte sie zur rumänischen Fed Cup-Mannschaft. Ich meine, sie ist ja eine Weltklasse-Spielerin und es ist total schön, dass sie uns hier unterstützt und in das Team reinwächst. Und ich habe mich einfach gefreut, dass Ali einfach so eine gute Spielerin dann für unser Team gewonnen hat. Neben der Rumänin vervollständigen die festen Größen wie Linda Noskova, Lucy Havlikova und Anna Klaassen den Berliner Kader zum Saisonauftakt. Hier einmal die Ergebnisse der Einzel- und Doppelpartien im Überblick. Es war ein bisschen ein bitterer Saisonstart. Wir haben einige knappe Matches verloren. Aber ich glaube, das Ziel ist sicher der Ligaerhalt und ich glaube, das können wir sicher schaffen. Wir sind ein tolles Team und ich hoffe, dass ich persönlich dem Team auf und neben dem Platz so gut wie möglich helfen kann. Und wie es so schön heißt, Glück zahlt sich im Leben immer aus. In der Tat wird es auch bei den kommenden Spielen gegen den Club an der Alster Hamburg, dem Team HUTC Bernhausen und dem TEC Waldorf Stuttgart auf Seiten der Blau-Weißen und insbesondere bei Jacqueline Christian sein.